Hi zusammen. Ja, es kommt ein neues Video von mir. Und zwar mache ich heute meine Meinung über Yankee Candle. Ja. Vorweg. Ich war am Überlegen, ob ich mich zu meinem vorherigen Video äußere. Also halt richtig äußere. Aber dann habe ich mir gedacht, so, nee, es ist mein Video und ich kann in meinem Video mich äußern und so, wie ich eigentlich möchte. Aber, jetzt kommt wieder ein Aber, bevor ihr wieder alle in die Tasten hauen. Ihr Abonnenten, ihr seid mir ja total wichtig. Also, ne, ich möchte euch ja, ja, was heißt gerecht werden, das auch nicht. Ich meine, ich mache ja meine Videos und wie ich meine Videos mache, bestimme ja immer noch ich. Und die Aussage, die da halt war, die war halt nicht okay, das gebe ich zu, wirklich. Aber wie dann auf mich eingeschossen wird, das ist absolut nicht okay, weil ihr sitzt hinterm PC und die Anonymität ist halt ja so leichtsinnig und da kann man schnell mal tippen. Und die Aussage, die ich dort in dem Video getätigt habe, im C&A jetzt, war jetzt speziell nicht auf die ganzen Personen bezogen oder viele von euch haben sich auch gleich angegriffen gefühlt. Es ging lediglich um den Tag, an dem wir da waren und um die Leute, die da waren. Zum Beispiel, mitten im Leben, RTL-Leute waren dort, die hatten einen Kampfhund dabei, der abgemagert war, total ängstlich und dann sollte er Sitz machen und er hat nicht Sitz gemacht, dann hat er gleich eine drüber bekommen. Sowas geht dann für mich nicht und deswegen meine Aussage. Ich selber, ich kaufe auch mal bei C&A ein, wirklich. Also es ist halt nicht so. Der Laden ist sauber, der Laden ist ordentlich, aber es war an diesem Tag speziell nur darauf bezogen. Und wenn dann die Aussage gleich dann wieder so gleich persönlich genommen wird und man sich angegriffen fühlt, ja, dann ist das aber dann nicht meine Sache. Dann tut es mir halt leid für diejenigen, die sich echt dann auf den Schlips getreten gefühlt haben. Aber es war nicht so gemeint, aber ist ja egal, ob ich mich jetzt irgendwie versuche hier zu äußern oder nicht. Es wird ja trotzdem wieder anders einem in den Mund gelegt oder es kommt ja dann auch wieder anders an. Weil ich genau weiß, dass jetzt auch wieder Kommentare unter dem Video kommen, aber bla 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 bla. Ist egal, ob man sich jetzt versucht rechtzufertigen oder irgendwie versucht klarzustellen. Die Meinung kommt bei vielen an, so wie sie es möchten. Nicht wie ich es meine, sondern wie sie es wollen. Das ist oft so. Das ist nicht nur bei meinen Videos, sondern ist bei ganz vielen YouTubern genauso. Man kann zum Beispiel Dinge im Video sagen, hier, Link ist in der Infobox. Dann wird man trotzdem nochmal in dem Video gefragt, wo hast du das denn her? Ja, anstatt mal zuzuhören vielleicht in einem Video oder weiß nicht, das sind halt so Dinge, die einem so ein bisschen den Spaß daran nehmen. Also, es war ein Follow-me-around-Vlog, dass ich dann da auf einem Fest bin und mir keine heiße Milch mit Honig bestelle, ist ja wohl auch klar. Leute, ich bin 30 und ich bin aber jetzt nicht in jedem Video, dass ich hier sitze mit einem Bier in der Hand oder was weiß ich. Andere Teenager oder Teenager heutzutage, die kriegen mit 13 schon ein Kind. Also ihr tut manchmal so, als würdet ihr euch ja die Hose mit der Kneifzange zumachen oder ins Klo Klopapier legen, damit keiner das Plumpsen hört oder so. Weiß ich nicht, also in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich? Ich gestalte meine Videos so, wie ich eigentlich auch wirklich bin. Warum soll ich dann einen auf super Etikette machen und mich dann halt verstellen, wenn ich es aber wirklich nicht bin? Also, ich könnte jetzt ausschweifen, aber das bringt ja eh nichts, weil ja dann eh wieder die Kommentare von euch kommen, bla bla bla. Ich habe auch nie gesagt, dass ich irgendein Vorbild sein möchte für Teenager, irgendwie, dass ich dann kein Alkohol in einem Video zum Beispiel trinke oder, ja, das habe ich nie gesagt. Wer meine Videos nicht mag, der sollte halt hier oben klicken, wegklicken, entabonnieren. Das ist doch einfach, ich bin da kein Böse drum und fertig. Wer meine Videos mag, wer mich persönlich auch kennt, der weiß, wie ich bin und wie das halt gemeint ist. Aber
viele von euch, die kennen mich halt nicht persönlich, die sehen halt mein Video. In 100 anderen Videos mögen sie mich, aber dann in dem einen Video mache ich halt so eine Aussage, dann bam, du bist mir total wieder entabonniert. Ja, c'est la vie, würde ich dann mal sagen. Was soll ich dazu sagen? Also, ja, gut. Das wäre es jetzt von mir. Also ich war erst im Überlegen, oder mir hat man gesagt, ja, dann nimm doch das Video raus. Nö, warum? Es ist mein Video und ich bestimme damit, ob ich das drinnen lasse oder nicht. Wem es halt nicht passt, der braucht es ja nicht gucken. So. Wusa. Gut, also dazu, das wäre es jetzt dazu. Also wie gesagt, wer meine Videos weiterhin gucken möchte, meine Art mag, der kann mich gerne weiterhin anschauen. Ich freue mich über jeden. Es kann auch Kritik kommen, aber nicht irgendwie Kritik, die irgendwie unterste Schublade ist oder so. Weil es gibt halt die tolle Kommentarfunktion, dass man Kommentare genehmigen kann. Und ich, Leute, bin der Boss über meine Videos. Wenn mir ein Kommentar nicht passt, dann wird er halt nicht genehmigt. Fertig, aus. Ja. Gut. Puh. 1, 2, 3, Autobahn und fertig. So, ach ja, neue Haarfarbe habe ich, ne? Habt ihr ja schon gesehen. Weil das Blond war nicht mehr. Doch, das Blond war geil. Ich habe es geliebt. Moment. Ich habe es wirklich geliebt, das Blond. Aber sie waren jetzt dreimal blondiert. Ja, dreimal. Und die war schon so im Arsch. Und dadurch, dass ich ja kurze Haare habe und gerade an den Seiten, wächst das ja total schnell. Hätte ich da nochmal Blondierung drüber gemacht, dann hätte ich die kahl rasieren müssen, wirklich. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich hole mir einen dunklen Ton. Und ich wollte halt gern so einen Rehbraun haben. Dann sieht man das so? Ja, ne? Halt so einen Rehbraun. Und Moment, mir ist eine Kerze runtergefallen. Und ja, das habe ich dann jetzt am Samstag mir gekauft und die liebe Tina Sternefrau hat mir das dann halt draufgeklatscht. Deswegen war in dem Video halt zwei Farben. Erst blond und dann jetzt so. Und ja. Das dazu. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. So. 7 Minuten gequatscht, aber noch nicht das Thema irgendwie angefangen. Es geht um Yankee Candle. Das Thema wurde ja so gehypt auf YouTube, was ich dann erst gedacht habe, okay, gibst du dich dem Hype hin oder lässt es sein? Und ich bin halt so ein Duftkerzen-Duftstecker-Liebhaber. Ich mag es total gerne. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, bestellst du mal zwei Tarts und dann gab es da irgendwie so einen Duftstecker für die Steckdose und mach's einfach mal. Ja. Bestellt und es kam dann auch und der Duftstecker war Fresh Cotton, also frische Wäsche. Finde ich, riecht nicht ansatzweise danach, nach frischer Wäsche, aber wer weiß, ob die Yankee Candle-Mitarbeiter da irgendeinen anderen Geruchssinn von frischer Wäsche haben. Und dann habe ich mir den. Warte mal, ich habe hier ausgepackt, genau. Dann habe ich mir das Tarte Sun and Scent bestellt, weil der war ja auch so gehypt. Das hier, der Rest, das stinkt so widerlich. Also was heißt, ja doch, also es riecht nicht nach Sonne und Strand. Es riecht wie Oma im Kaiserbad, würde ich mal sagen. Ja, wie Oma im Kaiserbad. Ganz schlimm nicht, aber ich weiß nicht. Also ich habe das dann auch genommen und dann roch die Bude auch die ganze Zeit danach wie so ein Mottenkasten. Und dann habe ich mir noch Babypowder bestellt und es riecht auch alles andere als Babypowder. Also auch so annähernd wie Sun and Scent, also irgendwie total gleich und sehr, sehr enttäuschend. Also ich kann diesen Hype irgendwie überhaupt nicht verstehen. Und dann war ich in Wiesbaden auf dem YouTuber-Treff und da wurden ja halt Geschenke verteilt, unter anderem waren auch Yankee Candle Dinger dabei. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht ist ja was anderes dabei und hab mir dann da irgendwelche geschnappt. Und jetzt muss ich mal irgendwie gucken, wie ich hier alles koordiniere. So, einmal hier und einmal auch mal im Kaiserbad weglegen. Und ja, dann war einmal Island Guava. Das
müsste eigentlich ganz okay riechen. Man riecht das ja schon aus der Verpackung durch, so extrem ist das. Dann, das ist Mountain Pine. Das ist, oh, das ist so wie früher so Duftbäumchen, extrem, kann man nicht beschreiben. Oh, ne. Also Mountain Pine werde ich anmachen, wenn ich ungebetene Gäste erwarte, dass sie ganz schnell wieder weggehen. Oh. Und dann habe ich noch Farmer's Market. Das riecht auch irgendwie so wie, wenn die Gäste nicht ganz so unbeliebt sind, dann kommt das an. Nein, also wirklich, der Duftstecker ist auch nicht so extrem, dass man jetzt sagt, okay, der macht einen angenehmen Duft. Also Leute, ich kann euch die Brise oder Airwick-Duftkerzen, die sind für meiner Meinung nach zigmal angenehmer, besser vom Geruch, auch von den Düften her, riechen die viel, viel besser. Also ich kann nochmal sagen, ich kann diesen Yankee Candle Hype überhaupt nicht verstehen. Also gerade die Düfte, die so gehypt sind, die riechen Oma. Nach Oma und verstehe ich nicht. Also mein Mann kam auch irgendwann abends von der Arbeit und meinte so, boah, was ist das denn hier? Ja, Yankee Candle Schätzchen. Ja, wie gesagt, also das ist halt meine Meinung. Meine Meinung zu Yankee Candle, halt nicht positiv, aber naja, was soll ich euch denn jetzt hier einen erzählen? Oh, Yankee Candle ist toll und dabei finde ich es gar nicht toll. Absolut nicht. Ja. Erzählt mir mal eure Meinung dazu, welchen Duft ihr toll findet. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!